Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scarlet Nexus mit mittlerweile Folge 26. Heißt, wir sind gut vorgeschritten, mittlerweile schon am Peak gesehen. Gerade in der letzten Folge ist schon ja sehr deep gewesen, war schon sehr, sehr traurig irgendwie auch. Aber auch, ja, irgendwie war das ziemlich cool vom Design her, von der Story her. Irgendwie hat mich das gecatcht. Ja, die Story nimmt jetzt langsam richtig Fahrt auf, also es wird, glaube ich, jetzt sehr nice. Ich möchte gar nicht so viel reden, weil ich echt Bock habe, weiterzuspielen habe. Bevor wir jetzt aber weitermachen, gucke ich einmal kurz, was wir Neues haben. Vielleicht neue Geschichten oder neue Charaktere, ne? Die wir eventuell, ja, gesehen haben. Ich glaube aber nicht, oder? Bisher haben wir keine neuen Kollegen gesehen. Oder, ja, Freunde. Hirnkarte noch nicht. Wir haben jetzt 3 Punkte. Das reicht noch nicht. Also, das können wir später machen. Waffen haben wir nicht neue, also ja, ist alles gleich geblieben. Wir werden später gleich mal gucken, ne? Später gleich mal, wahrscheinlich. Wir werden gleich mal gucken, was wir verändern können, weil wir sollen ja eh laut schieden, er hat es, glaube ich, gesagt, uns vorbereiten, also Items kaufen und so. Das wird doch gut zusammenpassen. Aber wohin sollen wir gehen, ne? Sollen wir zurückgehen, ganz, oder sollen wir hier? Ne, wir sollen nach Sairan, okay, gut. Perfekt. Stadt, Mitte. Aber wir können auch ins Versteck gehen, oder? Wollen wir ins Versteck gehen? Ich gehe mal erstmal ins Versteck, oder? Vielleicht haben wir eine neue Mission oder so, die wir noch machen können. Dann gehen wir gleich zu Sairan. Ich habe Angst, dass die Mission dann startet automatisch. Und deswegen gehe ich erstmal zurück und schaue nach Mission. Aber wir haben keine neuen. Wir haben keine neue Mission. Das ist leider ein bisschen traurig, aber nicht so schlimm. Denn wir können alle wieder ein paar Geschenke geben, oder? Das können wir auch mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Natürlich machst du dir Sorgen um Naomi. Ich glaube aber, das Institut, ist derzeit der sichere Ort für sie. Ja, glaube ich auch. Glaube ich wirklich. Das sah ziemlich so aus, als wäre das für sie gemacht. Mit den großen Türen und so. Und die kleinen Tür vielleicht für die Wissenschaftler dann. Kann ich mir so vorstellen. Ne? Die in die Apulien geben oder so. Kann ich mir so vorstellen. Trotzdem natürlich ein bisschen Set oder Thatch. In dem Fall, also wir werden ein paar Geschenke kaufen müssen. Für alle, ne? Für ihn, für sie und für sie auch. Schieden auch noch, okay, gut. Okay, Leute. Mal gucken, was wir bekommen. Vielleicht auch eine neue Waffe mal für uns, für unseren Charakter, by the way. So, schauen wir mal Waffen. Also, wir können Kagero was holen. Wir können Kyoka was holen. Also und für uns leider nicht, wieder mal. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut. Kann man wohl nichts machen, ne? Kann man wohl nichts machen. Ansonsten haben wir nichts Neues. Geschenke holen wir uns jetzt einfach mal. Also. Das ist Geschenk für Kyoka. Blumige Duftkerze. Ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben. Ist auch egal, oder? Einige sogar ist es auch egal. Wir machen es einfach mal. Okay, ich sehe gerade. Hier zum Beispiel bei Sammlung Neurologie hat Kyoka einen Haken. Das bedeutet, glaube ich, dass wir ihn da schon gegeben haben. Okay, da achten wir mal ein bisschen drauf. Ich denke, weil das bringt dann mehr. Diesen Staubwedel hat Schien noch nicht bekommen. Deswegen kaufen wir den auch mal oder tauschen den. Und das hier könnte für Kagero gut sein. Nehmen wir das mal für Kagero mit. Und dann soll es reichen, ne? Blumige Duftkette haben wir. Okay, let's go. Dann bin ich damit zufrieden erstmal. Was mich ein bisschen nervt, dass wir keine Waffen kaufen können. Oder können wir? Die für uns gut sind. Leider. Höchstens für Schieden. Aber haben wir ja schon gekauft. Deswegen, ja. Gut. Leider nicht so viel, wie ich mir das erhofft hatte. Egal, wir werden jetzt mal, bevor wir jetzt die Geschenke verteilen, erstmal alle unsere Charaktere ein bisschen aufpäppeln. Wenn es denn möglich ist. Also schauen wir bei Schieden. Hat er bessere Waffen? Hat er tatsächlich. Krass. Dann hier. Ja, würde ich erstmal so belassen, glaube ich. Hat sie bessere Waffen? Nee. Hat sie bessere Waffe? Hat sie ja schon bekommen.
12 und Shin hat keine besseren Waffen. Würde ich dann gegebenenfalls nochmal holen. Falls, vielleicht haben wir es ja. Da können wir es ja holen. Waffen. Da. Okay, das kostet nur 600. Deswegen, komm. Vielleicht lohnt sich das. Vielleicht lohnt sich das ja. Ganz, lohnt sich das Ganze ja. Und das ist auch ein bisschen stärker. So, wir können ihr noch ein Item geben, aber das haben wir noch gar nicht gemacht. Gutes Plugin zur Verteidigungsverbesserung, erhöht Verteidigung, ja, nicht um. Vielleicht Gesundheit? Im Besitz 0. Erhöht das Leben, ne, der Leute. Okay, das haben wir eh nicht. Erhöht DP und Geld. Gib ihnen das mal. Ich weiß nicht, ob das für uns auch gilt oder nur für ihn. Wäre eigentlich ganz nice, wenn es auch für uns gelten würde. So, dann geben wir Kyoko ihr Geschenk. Und was war's? Das hier, ne? Ja, das war nur für ihr. Deswegen, let's go. Schauen wir mal. Okay, der Kerzenhalter ist auch sehr hübsch. Jetzt kann ich mich in Wohlgerüchen entspannen. Okay, freut mich. Hat leider nicht viel gebracht, zumindest noch keinen Vertrauensstufenschub. Dann Arashi. Ich habe mit Spring, boah, das Wort kann ich niemals aussprechen, Leute, nichts zu tun. Aber das ist meine Familie. Unfassbar, dass ich von dem Labor nichts wusste. Dann würde ich ihr das geben. Verstehe, die passen bestimmt gut zu Cola. Okay. Hoffentlich. Würde mich für dich freuen. Dann gehen wir zu Kagero. Probier mal da, ob da was geht. Zu Waffen umfunktionierte andere habe ich mich völlig überrascht. Wer auch immer diese Idee hatte, ist nicht ganz dicht. Hier geben wir das. Danke. Okay, ein Slot. Okay, ein Plugin-Slot freigeschaltet für Gagero. Nice. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Okay, das können wir alle geben, weil das. Ah, okay, das ist sehr nice, weil das erhöht den Plugin-Slot der Mitstreiter. Also wir haben es Kagero geben und wie heiße? Kiyoka. Wenn wir das auch noch Shiden geben könnten und Arashi, das wäre nice. Komm. Dann holen wir das zweimal. Und das macht schon Sinn. Und für Shiden haben wir leider kein Geschenk. Das hier vielleicht. Kaufen wir das. Das hat er schon bekommen, leider. Ich hoffe, das macht. Ah, wir haben das auch noch. Stimmt. Ah, okay, egal. Haben wir das auch geholt? Ja, okay, war vielleicht nicht so schlau. Egal. Gut. Dann nochmal zu Arashi. Geben wir noch ein Geschenk. Das ein Geschenk ist, nehme ich es gerne an. Ja, hoffentlich. Okay, sehr schön. Dann zu Kagero, glaube ich, war es. Nee, Kageo habe ich gerade gemacht, dann Shiden. Kasane? Ach, lass mal, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich hab jetzt ja Zeit. Dann geben wir erstmal das hier und dann das andere Geschenk. Boah, schwierig. Geschenke verteilen, hier und da. Danke dir. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob man den Leuten das nochmal geben kann. Da haben die drei Slots frei. Wäre das machbar? Ich weiß nicht. Vielleicht probieren wir das mal. Nicht jetzt. Das nächste Mal dann. Dann noch den Staubwedel. Damit kann man so doll Staub wischen. Ich meine, ich habe ihn gerade einfach nur gehalten.
Okay, Leute, da haben wir alle Geschenke gegeben. Das heißt, wir können jetzt allen mal einen Slot oder ein Plugin mehr geben. Fangen wir mal bei. Oh, Steuerung schwierig. Fangen wir mal bei Schienen an. Was gut, was meint ihr? Was meint ihr? Vielleicht das hier auch? Ne, das haben wir gar nicht. Ja, komm, gib mir das hier, ne? Das hier. Gesundheitsschub hat sie ja schon. Dann. Wenn der Hauptcharakter und bis zu vier Gruppenmitglieder das ausrüsten, werden ihre Vision stärker. Ah, okay, das ist ein bisschen too much. Okay, erhöht Gesundheitsregeneration des Hauptcharakters um 10%. Okay, das gefällt mir. Und noch Kagero. Vielleicht können wir ja was kaufen, wie ein spezielles. Was ziemlich gut ist. Plugins. Was könnte gut sein? Schmetterverstärkung. Gehirnbeschleunigung. Das finde ich ganz nice eigentlich. Ah, das kann nur ich tragen. Okay, das ist nicht so nice. Okay, vielleicht das hier? Das erhöht auch unsere Kraft. Okay, das würde ich beide holen. Für Kagero und mich. Komm, holen wir es mal. Haben es auch mal gemacht. Ist auch nicht so schlecht. Zumindest in der Theorie. Dann geben wir ihnen das. Und was haben wir hier eigentlich? Das kann weg, oder? Ich glaube, die TP will ich behalten. Gut, dann würde ich jetzt mal das. Dann würde ich tatsächlich, ja, wie gesagt, mir das auch geben. Wenn wir drei haben, dann können wir das andere wieder reintun, wenn wir wollen. Aber aktuell bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hoffe, es ist okay, so Leute. Ich mache auch nur nach Gefühl, ne? Also. Ich mache nur nach Gefühl. So, hier haben wir 10. Hier können wir nochmal 5 kaufen. Dann haben wir auch ein paar. Haben wir auch nicht Geld ausgegeben. Wir haben noch 10k, das ist noch in Ordnung. Dann speichere ich eine Runde. Und dann geht's weiter, ne? Zur Mission, würde ich sagen. Wir haben alles gemacht. Wir können auch noch mal kurz im Fernseher schauen, was hier so geht. Hier ist nichts Neues. Okay, er macht hier schon Staub wedeln. Er chillt hier ein bisschen. Okay, dann gucken wir noch mal kurz im Fernseher. In die Nachrichten, mehr oder weniger. Okay, in der Nähe der AS-Hauptquartiers oder Hauptquartiers von der Regierungseinrichtung ist weiterhin. Okay, das haben wir schon gelesen, oder? Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, das habt ihr schon gelesen, glaube ich. Bin nicht sicher, aber ich glaube schon. Gut, dann gehen wir zu Sairan und ja, gehen zu Crest. Let's go. Nachrichten. So ein neues Gebiet, hier waren wir noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Hier ist ein Shop, aber hier ist dasselbe, ne? Ja, hier ist dasselbe. Kurz mal gecheckt. Dann Nachrichten. Stimmt, wir haben Nachrichten. Okay, Leute. Was hat es mit der Gegend auf sich, in der Naomi war? Ich glaube, du weißt das schon, aber es gab noch viele andere. Ich glaube, alle diese anderen waren ursprünglich Menschen, ja? Das wissen wir ja schon. Es gab da unzählige Riesentüren. Meinst du etwa, es waren welche in jedem einzelnen Raum? Ah, das stimmt, ne? Das stimmt tatsächlich. Das könnte sein. Vermutlich, die Türen waren auch alle verstärkt. Ich konnte hinter jeder einzelnen eine Präsenz spüren. Ich bin mir sicher, einige davon haben sehr lange in diesen Räumen gelebt. Sie in einer Umgebung leben lassen, in die sie ihr früheres menschliches Dasein erinnert, wäre vermutlich noch schmerzhafter.
Ich weiß nicht mehr, was ich noch richtiges. Ist natürlich interessant, ne? Ob da noch mehr drin waren und wieso, ne? Also warum die das machen. Genau. Na gut, wir werden es herausfinden. So. Hier ist ein Charakter, mit dem wir reden können, glaube ich. Ja, Mission. Aber erstmal die Bilder anschauen. Hab ich wie Bock drauf. Wie coole Bilder. Also richtig sehen wir sie nicht. Aber so ein bisschen zumindest. So, da liegt noch ein Item. Ha, Leutchen. Okay. Kriegen wir leider nicht. Dann geht's hier weiter. Ich gehe gleich zur Mission, ne? Zu der kleinen Quest, die da war. Obwohl, das ist jetzt ein Game. Vielleicht müssen wir was suchen. Dann können wir das gleich mitmachen. Ich kämpfe jetzt seit fast 50 Jahren gegen die anderen, aber in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, dass meine Kräfte nachlassen. Neulich waren ein paar anderen schneller als ich und ich konnte sie nicht besiegen. Vor 10 Jahren wäre das ein Klacks gewesen. Das ist peinlich, aber hier könntest du sie für mich erledigen. Ich glaube, du kannst gewinnen, wenn du mir mit ihrem Tempo klarkommst. Ja. Tut mir leid, alles nur wegen meiner mangelnden Stärke. Okay, unglaubliches Tempo. Mission gestartet. Ja, wollen wir machen, oder? Die Frage ist halt, wo, ne? Wo? Wo müssen wir hingehen? Ist es hier? In der Umgebung? Nee, nee, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist auf jeden Fall noch eine Quest. Ja, schwierig jetzt, ne? Schwierig. Ich lese mal durch. Okay. Ja. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Gegner besiegen, aber gut, wo, ne? Ist vielleicht random. Also ist das so eine Quest, die wir immer machen können, also wenn wir einfach unterwegs sind. Gut, ich weiß jetzt nicht. Kein Plan, ich gehe jetzt erstmal weiter. Hier war noch eine Quest. Hier können wir sprechen. Anscheinend gibt es andere, die Objekte von anderen Orten holen und sie neu anordnen. Solche Veränderungen in menschenleeren Gebiet außerhalb der Stadt sind unheimlich. Die Handlungen der anderen sind rätselhaft. Okay. Hey, wenn du noch Erholungsgel hast, könntest du mir etwas davon geben? Mein Freund ist in der AS, aber er wird beim Zugvorfall schwer verwundet. Er ist jetzt im Krankenhaus. Bitte, ich würde ihn gern etwas Nützliches mitbringen, wenn ich ihn besuche. Ja, oder? Wirklich, danke. Medizin benötigt, haben wir doch, oder? Okay, nochmal Nachricht. Hoffentlich. Ne, hier ist sie nicht. Achso, das war keine Nachricht, das war einfach nur ein Hinweis, dass wir es das jetzt abgeben können. Okay, medizinische Artikel, das ist nicht allgemein erhältlich dazu. Haben wir das nicht abgegeben? So können wir das nicht abgeben. Ah, okay, ich verstehe. Sorry. Hier. Okay. Perfekt. Dann haben wir das gemacht. Nice. Schließe 3 Missionen ab und Herausforderungen abgeschlossen. Mega und gut. Mega gut. Nice. Cool. Jetzt, wo wir uns näher sind, sehen wir ganz unterschiedlich aus, aber wir sind schon klein und gut oft befreundet. Okay. Dann haben wir das gemacht. Ist noch eine Quest hier oben, ne? Gut, dann gehen wir da mal hin. Ah, hier ist auch noch eine Quest.
Und hier auch noch, oder was? Okay, einige kleine Mini-Quests, die ich alle machen will unbedingt. Nee, ist ja falsch. Nee, hier? Eventuell hier? Nee. Okay, wahrscheinlich doch nicht, oder was? Ich dachte jetzt hier, weil oben, ihr seht das Icon, ne? Okay, wahrscheinlich keine Quest. Gut. Dann gucken wir weiter. Bist du bei der RS? Meine Schwester wurde das Kind auch von der RS eingezogen, daher sieht es noch aus wie ein Kind. Zunächst war sie echt glücklich, aber ihr Einzug hat gelacht. Und hat gelacht, als ich größer wurde als sie. Doch je mehr Zeit verging, desto skeptischer wurden wir. Meine eigenen Kinder werden bald größer als sie. Okay, das ist natürlich ein bisschen strange, aber gut. Ich gucke nochmal, ob da oben eine Quest war. Ihr wisst ja, wo ich hin wollte. Da oben, ganz nach oben. Nee, ist keine Quest, oder? Nee, nur sprechen. Ich werde jetzt nicht mit allen sprechen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Das wird jetzt zu lange dauern. Hier ist eine Quest. Okay. Muskulöser Soldat, okay. Die harten Panzer der Rutarten sind schwer und zu knacken. Ich traue auf meine Kraft, aber ziemlich zermürbend, ständig mit aller Kraft Dinge zu erzwingen, irgendwelche Ideen. Falls die Kraft einer Person nicht ausreicht, könntest du versuchen, dir die Kraft einer anderen Person zu leihen. Okay. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Beim Einsetzen der Combo Vision mit Kyoka besiegen. Okay, das werden wir dann machen. Okay, das waren alle Quests, die wir jetzt annehmen konnten. Glaube ich. Dann, ja, würde ich nochmal zurückgehen. Ah, hier geht's zur Quest, okay. Wenn du kurz einmal speichern davor. Das wäre mir schon wichtig. Bevor wir dann zur Quest gehen und weitermachen. Okay, speichern. Okay, nice. Dann let's go. Dann gehen wir hin zur Quest. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben Items gekauft, also wir haben genug an dich, ne? Wir haben 10 Gel, 8 mittleres, Max G, 2 Stücke, sollte reichen, hoffentlich.海抜軍本部へでも行ってみるか。いえ、その前に我々の話を聞いていただけませんか。あなたは、どちらさま？ご挨拶が遅れて失礼しました。セイラン政府の者です。皆様にお願いしたいことがあって参りました。トラバース様とは別の意向を持った方々からのご依頼となります。 どういうことだ。カレン連隊長とセイランの政府は一枚岩じゃないのか。クナドゲートが生成された原因にユイとスメラギが関係していると判明しました。
識者が言うにはクナドゲートをこのまま放置しておけば世界に大きな災いをもたらすとのこと。そのため私たちはユイとスメラギの暗殺をトラバース様に進言いたしました。しかし退けられてしまいまして、そこで私たちは改めて考慮し決めたのです。スメラギ議長を暗殺した英雄に依頼すべきだと。カサネにユイトを暗殺してこいって言うの？いいわ。カサネ、お前何を言ってるのか分かっているのか？そう言っていただけて助かります。ユイとスメラギは現在菊池場で何らかの任務を遂行中であるという情報を掴んでおります。後のことはお任せします。それでは私はこれで失礼します。今の男、何者かまでは特定できなかったけど、セイラン自治政府の官邸所属ってことは確認できたわ。では政府からの依頼だという話は眉唾ではなさそうだね。カサネ、やっぱりユイトを暗殺するの？なあ、俺が言うのもなんだが極端が過ぎないか？未来のユイトから聞いたって話を疑う気はねえけど。カゲロウの言う通りだ。確かに状況証拠は揃っているが、それらは間接的な証拠に過ぎない。カレン連隊長の意思にも反することになるんだぞ。それでもやるっていうのか？ええ、ユイトを殺すわ。多分それが唯一の解決法だから。何を分かった顔をして。それじゃ私菊池場へ向かうわ。ああ、クソ、勝手に行くんじゃない。ちょっと待ってちょうだい、カサネ。考え直すべきだと思うわ。そうだぞ、お前は決断が早すぎる。やれやれ、カサネちゃん全然聞いてないぜ。本当に自分勝手なやつだな。Okay, scheint so, treffen wir wieder auf Yuito mal wieder. Ist ja schon ein bisschen was her, tatsächlich. Ja, wir sind ein bisschen egoistisch. Also wir, unser Charakter denkt halt, das ist die einzige Möglichkeit, weil uns das Yuito gesagt hat. Aber es stimmt natürlich, dass es natürlich jetzt noch andere Möglichkeiten geben kann. Wer weiß es schon. Aber wer weiß, würde sagen, das waren wir dann in der nächsten Folge. Das war jetzt ein kleines Zeit-Quest-mäßiges, wo wir noch nicht alle Quests gemacht haben, die wir bekommen haben, aber die werden wir dann im Laufe der Mission hoffentlich machen können. Zumindest ist das meine Wunschvorstellung. Ich werde jetzt mal speichern hier. Ich kann nie genug speichern, Leute. Ich kann nie genug speichern. Und ja, dann geht's in der nächsten Folge mit Action weiter, mit Yuito und so. Bin mal gespannt, wie er sich mittlerweile gemacht hat. Haben wir lange nicht mehr gesehen, wie gesagt. Und ja, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Dabeisein, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch vor allem noch einen sehr schönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid dann mal in der nächsten Folge wieder dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao. Mach's gut.